Willkommen zurück zu einer neuen Folge Foundation. So, wir haben in der ersten Folge, nur mal um kurz zu zeigen, was wir gebaut haben. Zuletzt haben wir den Steinbruch gebaut. Der ist jetzt schon ganz gut gefüllt. Ich habe das mal so ein bisschen laufen lassen. Der Speicher ist auch schon gut voll. Hier wird verkauft. Super. Und die sind am Sammeln. Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen Stein im Petto. Jetzt kann ich mal wieder weiterbauen. So, mal gucken bei dem Holz. Das ist auch voll. Und ich habe, glaube ich, schon wieder neue Leute. Das ist Baumeister. Ach so, wenn die nichts mehr zu tun haben. Gehen die auch mal hier zur Mitte und stehen hier rum. Okay, dann kann man. Ah, das ist gut. Dann kann man immer. Okay, jetzt laufen sie wieder weg. Aber da hat man immer so eine kleine Übersicht. Wenn hier Leute stehen, dann ist irgendwas überproduziert. Und da könnte man die dann auch wieder abziehen, so wie hier bei den Holzfällern. Aber wenn ich jetzt weiterbaue, ja. Haben die ja wieder Arbeit, weil Holz verbraucht wird. Genau wie bei Stein und Bären. Mal eben durchgucken. Bauhütte haben wir, Speicher haben wir hier oben. Den Marktplatz haben wir, Holzfällerlager, Steinbruch, Forsthaus brauche ich, glaube ich, erstmal noch nicht. Ich habe hier so viel Holz überall. Sägewerk. Sammlerhütte habe ich. Brunnen. Ach, nee, den Brunnen. Oh, ganz wichtig für Wasser. Den Brunnen fürs Wasser. Wo setze ich den mal ran? Da ist jetzt ein grüner Kreis. Ich weiß jetzt nicht genau. Habe ich nachher Gebäude, die Wasser benötigen und die müssen in diesem Kreis vielleicht sein? Ich weiß es gar nicht. Ich setze den Brunnen, aber der passt hier so gut hin. Ich setze den einfach mal dahin und baue. So. Jetzt haben die Baumeister mal wieder was zu tun. Aber was wollte ich denn eigentlich bauen? Das war das Sägewerk, genau. Macht aus Holz Bretter. So, und dieser rote Kreis jetzt. Muss wohl. Also wie gesagt, ich bin blutiger Anfänger in diesem Spiel. Muss wohl hier das Holzlager mit im Kreis haben oder später das Lager, wo das Holz gelagert wird. Wo ist denn dann die beste Position dafür? Das Lager, weiß ich nicht, baue ich das dann hier vorne hin? Dann baue ich das Sägewerk. Wo ist denn hier vorne? Wo ist hinten? Da sind die grünen Pfeile. Hier, so. Baue ich das hier einfach mal mitten rein. Und das Lager baue ich dann hier. Oder hier vorne. Ja, ich baue das mal hier so hin. So, das sieht doch schick aus. Einfach mal rumprobieren. Wird wahrscheinlich sowieso darauf hinauslaufen, dass das jetzt so eine Lernmap ist, so eine Lernphase. Und wenn man dann ein neues Spiel startet und ich sag mal neu anfängt, so kenne ich das von Anno zum Beispiel auch, dann gehst du mit dem Wissen, was du hier gesammelt hast, dann in eine neue Partie und dann weißt du, ah, okay, dann weißt du schon, wie es geht, wo was zu stehen hat am besten. So, ich glaube, die Bäume werden gleich vom Baumeister weggehauen, die hier noch im Weg sind.
Der Brunnen ist noch nicht ganz fertig. Braucht noch Stein. So, ich habe aber jetzt alle Gebäude soweit gebaut. Die werden noch freigeschaltet später. Eine Brücke brauche ich nicht, eine Holzbrücke. Brunnen, Sägewerk, Forsthaus kommt später, ja. So, abbauen ist auch soweit okay. Erstmal hier den Bereich freimachen. Steine, Beeren sind auch markiert. Aufforstung brauche ich noch nicht und verbotenes Land habe ich auch noch nicht. So, während das gebaut wird, können wir ja mal einmal hier ins Buch gucken. Hier haben wir die Übersicht über unsere Siedler, alle in Arbeit. Zufriedenheit, genau, nur Zufriedenheit nur 50%, weil die nämlich noch kein Wasser haben. Das ist aber ja in Arbeit, der Brunnen wird gerade gebaut und dann müssten die alle auch erstmal bei 100% sein. Was haben wir hier? Arbeitsplatz anzeigen. Dann springt er bestimmt zu dem Gebäude. Und das ist Dorfbewohner folgen. Okay, das brauchen wir nicht. Ah, okay. Erfüllt die Bedürfnisse eurer Neuankömmliche. Abgeschlossen. Der Brunnen, ja. Jetzt haben die auch Wasser. Steigert eure Bevölkerung, indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwanderung maximiert. Hinzugefügt. So, jetzt müssen die aber alle erstmal dahin gehen und einmal trinken und dann geht die Zufriedenheit hier, sehen wir schon, geht dann hoch. So, hier habe ich die Übersicht über die Gebäude. Funktioniert gut, Lager voll. Okay, da hat man dann so eine Übersicht. Sägewerk wird ja gebaut, aber hier schon angezeigt. Auch sehr gut. Handel, das kommt dann später. Da schalte ich das frei, wenn ich genug Bretter habe. Dann kann ich, glaube ich, auch Waren verkaufen. Und einkaufen, sowie Werkzeug, muss ich glaube ich erstmal einkaufen. Budget ist so die Übersicht über meine Goldmünzen. Ich bin drüber. Das heißt, ich muss gleich, wie heißt das hier noch? Münzkammer. Muss ich mal gucken. Damit kann ich das nämlich erweitern. Stände, das sind. Stände. Arbeiterschaft, Königreich, Klerus. Ach, das ist der Einfluss, den ich verdiene. Und damit kann ich. Ach, hier ist auch das Lagerhaus. Und hier kann ich dann noch Gebäude oder Anbauten freischalten. Okay, das kommt aber später. Werden wir auch, glaube ich, darauf hingewiesen. Armee haben wir erstmal nichts mit am Hut. Protokoll kann man nachsehen oder nachschauen hier, was so passiert ist. Okay, brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Wir gucken jetzt erstmal den Brunnen. Versorgt die Dorfbewohner mit Wasser. Wasserquelle unendlich. Das ist gut. Da müssen wir uns dann nicht mehr drum kümmern. Das ist der Speicher. Lager ist in Arbeit. So, Aufträge erstmal keine. Das habe ich soweit erstmal alles fertig gebaut. Ja, jetzt heißt es eigentlich abwarten, bis das Lager gebaut ist. Wasser, Nahrung nimmt ab. Okay, und dann gehen die wahrscheinlich selber hin. Ah, jetzt geht sie hier Nahrung. Aha, Nahrung gekauft. Und die Leiste ist wieder voll. Okay. Baumeisterin Level 2. Ah, okay. Und hier sehe ich dann, wenn ich die jetzt anderweitig verwende, die Bewohner, welches Level die haben bei den verschiedenen Berufen. So kann ich später sagen, wenn ich wieder einen Baumeister brauche und hier einen Baumeister, dann nehme ich natürlich den mit dem besten Level. Der ist dann effektiver, denke ich mal.
schneller, effektiver, irgendwie so. Mal gucken. 10 Stein, es fehlt an Holz. Hier habe ich 50 Holz drinne. Also daran sollte es nicht liegen. Was holt sie jetzt wahrscheinlich? Nein. Sie geht erstmal. Das finde ich auch gut. Dass man mehrere Fenster hier aufmachen kann. Jetzt kann man zum Beispiel hier mal vergleichen. Okay, hier ist noch volles Holz. Sie baut erstmal weiter. Oh. Eine Botschaft aus dem Königreich. Königsreich. Das Königreich erkennt eure Bemühungen bei der Gründung eurer Siedlung an. Ich bin nur euer bescheidener Diener. Gebt 4 und 4. Wird Aufgabe starten. Befördert den ersten Neuankömmling. Entsperrt Lagerhaus. Ach, nee, ich habe eben gesagt, das ist ein Lagerhaus hier. Nein, das ist das Sägewerk. So, die Fenster wieder zu. Stimmt, das ist das Sägewerk, was gerade gebaut wird. So, jetzt haben wir hier unten neue Farben, nämlich Wohngebiet. Jetzt kann ich... Rot, denke ich mal, ist nicht so toll. Also da, wo gearbeitet wird, wollen die nicht so gerne wohnen. Und hier, wo es so grünlich ist, kann ich jetzt Wohngebiete ausweisen. Aber hier sind noch überall Bäume im Weg. Aber ich glaube, die wollen auch bei ihrer Arbeitsstätte wohnen. Irgendwas hatte ich da mal mitbekommen. Hier oben wäre natürlich toll. Aber da muss ich erst den Förster durchschicken oder bauen die sich auch so dadurch? Das will ich jetzt mal testen. Komm. So, ob die sich jetzt... Ob die... Oh ja, da ist schon was gebaut, oder? Ja, Wohnhaus. Ah, okay. Ich dachte nämlich, wie bei Siedler, man muss erst hier die ganzen Bäume weghauen, damit man dann dort ein Haus platzieren kann. Aber das ist hier gar nicht so. Hier, ich kann nämlich trotzdem die Häuser einfach mitten reinbauen. Dann haut der Baumeister nämlich die Bäume schon weg. Okay, also das heißt, ich muss gar nicht jetzt hier immer überall Holzfäller bauen, damit die Bäume weggehen. Ich kann quasi die Bäume ignorieren. Ich habe hier jetzt meine Ecke für die Baumfäller. Holzfäller. So, dann brauche ich hier einfach nur einen Förster setzen, der dieses Gebiet hier immer wieder aufforstet. So, dann ist das meine Ecke für die Holzproduktion. Also anders wie bei zum Beispiel jetzt Siedler, bin ich gar nicht daran gebunden, wo jetzt auch Holz ist, sondern ich kann einfach hier meine Ecke festlegen und ja, das kann ich quasi ignorieren. Haben wir ja gesehen, die bauen jetzt trotzdem hier ihr Haus. Bäume werden umgehauen. Jo. Okay. Wohngebiet. Dann ist das hier das Wohngebiet. Ja, lasse ich denen das mal da so die Ecke. Und baue jetzt mal einen Förster, der die Ecke hier immer wieder aufforstet. Vielleicht kaufe ich dann auch noch hier nebenan das Grundstück, damit das so ein bisschen größer wird. Aber eigentlich sollte das reichen. Gucken wir mal. Baue ich den Förster direkt rein? Oder hier nebenan? Hier kommt ja das Sägewerk. Der hat hier den Eingang, wo dieses grüne Dreieck ist. Vielleicht baue ich den einfach so schick hier nebenan. So. Ja,
Ja, lassen wir, glaube ich, einfach mal so. Und dann kann ich nämlich sagen, Aufforstung und Abbau macht Sinn, dass ich die Aufforstung in den Abbaubereich hier reinsetze. So, machen wir mal hier so die Ecke. Ich weiß nicht, ob das so reicht. Werden wir dann sehen. So, da habe ich hier nämlich meine Holzecke. Unzureichende Behausung. Ja, okay, die bauen ja aber noch die Wohnhäuser, das dauert wohl ein bisschen. Nimmt mir wohl auch den Baumeister weg. Das heißt, die Gebäude brauchen dann auch wieder länger. Vielleicht sollte ich wieder zwei Baumeister setzen. Aber ich habe wieder Arbeitslose hier. Habe ich neue Bewohner bekommen? Oder, nee, ich lasse mal erstmal einen Baumeister. Wir wollen ja auch nicht zu schnell bauen. Nach und nach. So, was haben wir jetzt hier unten? Befördert den ersten Neuankömmling. Baut Herrenhaus. Okay, und das Herrenhaus, da kann ich dann die große Halle zuweisen. Befördert einen Dorfbewohner zu Leibeigner am Anfang eines Monats. Okay, den kann ich dann, glaube ich, befördern. Irgendwie so war das. Und entsperrt Lagerhaus. Zahlt Arbeiterschaft Einfluss. So, da gucken wir gleich mal nach. Hier ist jetzt das erste Wohnhaus. Bewohner 2. Hausrang 1, Hausdichte 1. Vergrößerung des Gebäudes zulassen. Okay, dann vergrößern die das wohl automatisch bei Bedarf. Oder das wird gelevelt, wie auch immer. Da kommt schon das nächste Gebäude, das nächste Wohnhaus, auch gut. Ja, sehr schön. Die Wege werden immer selber angelegt. Es sind wohl, oder ist wohl ein Trampelpfad, weil die immer den Weg laufen. Ich weiß nicht, ob man das später beeinflussen kann. So, wir wollen jetzt erstmal den Einfluss erweitern. Da brauche ich noch die Bretter für. Hier war das, genau, Arbeiterschaft. Arbeiterschaft Einfluss kann ich jetzt hier investieren in Lagerhaus. So. Und ich kann auch schon direkt das Vogtbüro nehmen. Was macht denn das Vogtbüro? Funktion, die den Gebäudeteilen zugeordnet werden kann. Erlaubt euch, einen Vogt zu benennen, welcher verschiedene Mandate für das Dorf erfüllen kann. Okay. Ich kaufe das mal mit. Das heißt, gleich eine große Halle setzen und noch ein Gebäude dran bauen als Vogtbüro. Muss ich gleich mal gucken. Ah, hier sieht man schon sehr schön diesen leichten Trampelpfad. Ah, nicht schlecht gemacht. Der erweitert sich dann, dieser Trampelpfad. Wahrscheinlich, je öfters er belaufen wird, umso, ja, weniger Gras wächst dann auch hier. Jetzt läuft sie wieder hier lang. Ah, ich glaube, das ist wieder ein bisschen mehr geworden. Ah, schönes Detail. Sägewerk ist immer noch in Arbeit. Na gut, hat auch eben ein Haus gebaut. Ja, das dauert halt. Ist auch gut so. Das soll hier nicht schnell, schnell Gebäude gebaut. Weiter geht's. Soll alles hier ganz, ja, ganz normal laufen, ne? Das geht halt nicht von heute auf morgen. Ich könnte jetzt natürlich mehr Personen hier zuweisen. Aber ich brauche gleich
Ja, eine Person, zwei Personen, glaube ich, fürs Sägewerk. Und den Vogt muss ich auch noch benennen. Ach, hier den Förster auch noch. Und ich, ja, ich habe, glaube ich, nur zwei Arbeitslose. So, ich habe neue Gebäude. Lagerhaus. Stimmt, habe ich eben freigeschaltet. Das Lagerhaus. So, in diesem roten Kreis muss jetzt wahrscheinlich alles drinne sein, was ich lagern will. Und ich muss das nochmal aufrufen. Lagern kann ich nur Ressourcen vom Typ Rohstoffe, Material, Waren und Luxus. Also ich denke mal Stein, Holz, Bretter. Bären nicht. Für Bären habe ich hier den Speicher. Okay, Lagerhaus, also Holz, Stein. Ich meine, ich hatte das ja schon mal kurz angespielt. Ich meine aber, dass auch Sachen da gelagert werden, die nicht in Reichweite sind, weil Stein ist jetzt hier hinten. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier bauen würde, würde trotzdem Stein eingelagert werden. Also wozu ist dann dieser rote Kreis? Vielleicht, dass er sich das selber holt und keinen Träger braucht und alles außerhalb muss mit dem Träger dahin gebracht werden. Also hier habe ich das Sägewerk, da Holz. Oder baue ich das einfach mal hier hin? Nee, das reicht nicht aus, die Reichweite. Da ist der Förster. Baue ich das Lager einfach mal hier so rein? Vielleicht so rum. Ich baue das einfach mal so. Ich mag ja den Spruch, wenn man sagt, erst richtig, dann schön. Das ist so ein, weiß nicht, ist das so ein Handwerkerspruch? Erst richtig, dann schön. Also erst macht man es richtig und dann kann man es schön machen. So, ich will mal gucken, gibt es hier keine Tür bei den Häusern? Doch, da. Da ist eine Tür. Und bei dem Haus ist die Tür ein bisschen versteckt hinter dem Baum hier. Ja, sieht doch schon mal ein bisschen wuselig aus hier. Wir bauen bergab. Da gibt es ganz viel Land zu erschließen. Ja. Neues Gebäude kann ich schon wieder. So, was haben wir hier? Dorfkirche und Herrenhaus. Okay, Herrenhaus für die große Halle und den Vogt und Schatzkammer. Also da kann man einiges anbauen. Und Dorfkirche ist, glaube ich, ein Bedürfnis. Das hatte ich vorhin schon irgendwo gesehen. Ja, aber und das alles jetzt zu bauen hier, brauche ich dann doch wohl einen zweiten Baumeister. Also sonst, die sind beide arbeitslos. Sonst, ich kann das nachher auch noch umswitchen. Aber einen zweiten Baumeister, dann haue ich gleich erstmal einen ins Sägewerk, einen Förster, muss ich gleich mal gucken. Aber es ist ja auch verschwendete Arbeitskraft, wenn ich sage, gleich irgendwann will ich den Dorfbewohner, der arbeitslos ist, als Förster hier zuweisen. Aber in der Zeit, bis es soweit ist, könnte der ja schon als Baumeister mit hier bauen. Also das ist
nur effektiv, wenn man jetzt sagt, komm, dann in der Zeit, bevor du rumstehst, hier wird nicht rumgestanden, hier wird gearbeitet. So. So, das ist die Aufgabe, die kennen wir. Schalte eine Handelsroute frei, um Werkzeug zu erhalten. So, das Gebäude ist gerade fertig geworden. Sägewerk. Da weise ich jetzt Numidia zu. So, und da wird aus Holz Holzbretter. Holz ist hier wahrscheinlich voll, 40 von 50. Und wo wird Holz denn noch gebraucht? Das haben die hier wahrscheinlich gerade verwendet. Ah, hier. Okay, für das Forsthaus brauche ich zum Beispiel auch die Bretter und kein Holz. Das habe ich jetzt auch eben noch gar nicht gesehen. Okay. Fürs Lagerhaus 15 Bretter. Stein habe ich genug, ja, aber auch 15 Bretter nochmal obendrauf. Okay. Da brauche ich auf jeden Fall nochmal einen Zimmermann. Aber wo ziehe ich den ab? Ich kann den ja direkt hier aus seinem Beruf rausziehen. Sammler, mal eben gucken. 42 von 50. Lager ist auch voll. Schön und gut. Hier ist auch gut. Avana, mach mal wieder eine Pause. Da habe ich nur einen. Nehme ich einen Sammler weg? Wie viele Holzfäller habe ich denn? Zwei. Also ich glaube, ich habe so viel Holz. Nee, noch wird es ja nicht gelagert. Das Lager wird erst gebaut. Wie ist denn hier die... Ich weiß nicht, wie die... Brauche keine Pause, ich arbeite durch. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, ob die jetzt ein Holz, ein Brett machen oder ob das Verhältnis anders ist. Aber wenn ich hier jetzt einen abziehe, Bauarbeiter abziehen sonst, Baumeister. Ja, ich kann Baumeister abziehen, oder? Ich habe hier nur die beiden Gebäude erstmal. Hab eh keine Bretter. Die müssen erst produziert werden, also brauche ich auch nicht zwei Baumeister. Ja, okay. Also mache ich einen Baumeister zum Zimmermann. So, da will ich jetzt mal gucken. Ah, okay. Der hat jetzt nämlich Baumeister Level 1 und bisschen über die Hälfte voll. Und Zimmermann, also die leveln dann den Beruf hoch, je länger die in diesem Beruf sind. Okay, und dann kann ich später sagen, wenn ich wieder sowas habe hier zum, ich brauche hier mal Verstärkung, kann ich wahrscheinlich hier in der Liste der Mitarbeiter oder Dorfbewohner, wo haben wir sie eben, habe ich sie doch gesehen, hier. Nee, die war das nicht. Hier. Kann ich dann durchgucken? Okay, wo ist denn hier schon ein Zimmermann oder Baumeister oder je nachdem, was ich brauche? Mit einem hohen Level. So, was hat er hier? Keine Wasser, keine Nahrung. Neuankömmling. Zimmermann. Ich war nicht in der Lage, eine Unterkunft in der Nähe meines Arbeitsplatzes zu finden. Okay, ich glaube, ich muss auch mehr Wohngebäude ausweisen. Sägewerk sind jetzt zwei in Arbeit, damit erstmal Bretter angeschafft werden fürs Lager. Und im Lager lagere ich dann Holz, Bretter, ja, Stein vielleicht auch schon. Obwohl vielleicht reicht das hier, dass der immer voll ist. Gut. Wohngebiet ausweisen. Das ist schon ziemlich eng da. Vielleicht so würde ich das noch erweitern. Ich weiß allerdings nicht, ob es reicht. Ich weiß nicht, wie viel Platz die immer brauchen.
hier oben das Grundstück vielleicht kaufen und nach hinten hin erweitern. Oder da ist ja das Lager. Hier ist Holz, die Holzecke. Guck mal, das kann ich doch auch mal kleiner machen. Dann ist das so ein bisschen übersichtlicher. So, Wohngebiet weise ich, weil ich weiß nicht, ob das funktioniert von der Entfernung her. Ich weise Wohngebiet jetzt. Oh ja, da wird schon. Oha, die haben aber Bedarf. Ich weise einfach mal hier so ein Wohngebiet aus. So, das hier ist eure Ecke. Hier dürft ihr euch niederlassen. Da wird auch gleich direkt Bedarf angemeldet. Okay, gut. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Und ja, hier wird jetzt noch weiter gestreamt. Und den Zuschauern auf YouTube vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.